Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 27. November 2019. Das ist diese Zeitung. Und auf der Titelseite heißt es: Autobauer Audi streicht 9.500 Stellen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2029 ausgeschlossen. Ingolstadt. Audi hat einen weitreichenden Personalumbau in Deutschland angekündigt. Bis 2025 will der Autobauer bis zu 9.500 Stellen abbauen. Gleichzeitig sind bis zu 2000 neue Stellen in Zukunftsbereichen geplant. Vorstand und Betriebsrat schlossen eine Grundsatzvereinbarung, die ab Freitag bis Ende 2029 gilt, wie Audi am Dienstag mitteilte. Betriebsbedingte Kündigungen in diesem Zeitraum sind den Angaben zufolge ausgeschlossen. Audi erklärte, dass Jobprofile wegfallen und neue entstehen werden. Entschuldigung. Audi erklärte, dass Jobprofile wegfallen und neue entstehen werden. Der Stellenabbau geschehe entlang der demografischen Kurve, insbesondere durch Fluktuation und ein neues attraktives Vorruhestandsprogramm. Im Management sei ein prozentual gleichwertiger Abbau vorgesehen. Gleichzeitig will die Volkswagen-Tochter bis zu 2000 neue Expertenstellen in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung schaffen, die vorrangig mit internen Fachkräften besetzt werden sollen. In Zeiten des Umbruchs stellen wir Audi agiler und effizienter auf, erklärte Konzernchef Bram Schott, AFP. Tschüss.